Contao 4 Extension Entwicklung from scratch. From scratch, ja. Deswegen, weil ich sehe alle Leute, die da in Contao arbeiten, einfach immer noch mit den Contao 3 Ansätzen zu arbeiten und dann so in Contao zu installieren. Dann dachte ich so, ja, das wäre doch mal eine Idee, dass wir da einen Vortrag machen. Joe hat gesagt, jo, machen wir. Und deswegen bin ich hier und ich hoffe mal, dass ihr hier seid, um zu wissen, was sich ein bisschen geändert hat hinsichtlich von Contao 3 zu Contao 4 in Sicht auf Extensions. Dann fangen wir mal an. Erstmal zu meiner Person, falls mich noch jemand nicht kennen sollte. Ich habe meistens diesen Hut auf, also auf allen Events, wo man mich sieht, auch wenn ich nicht auf Events bin, ich trage ihn eigentlich immer. Habe meistens seltsame T-Shirts an und bin seit 2004 selbstständig als Softwareentwickler. Seit 2008 bin ich dann zu Contao gekommen, damals hieß es noch TypoLight. Habe dann damals den Katalog entwickelt gehabt und bin dann da ein bisschen zum harten Kern zusammengestoßen und dazugekommen. So, aktuell bin ich der Hauptentwickler von unter anderem Metamodels, dem, dann der Basis davon, dem DC General, deren alternative Implementierung ist für DC Table für Contao. Und nahezu sämtliche CCA-Komponenten stammen aus der Feder von Tristan und mir. Inzwischen nur noch von mir, weil Tristan ja aufgehört hat. Also bekannte Sachen sind da gerade der von vielen geliebte und gleichzeitig gehasste Composer Client, das Composer Plugin und ähnliche Sachen. Ja, parallel dazu bin ich Mitglied im Contao 4 Core Team, bastel also an Contao 4 direkt mit und ich fummel mit dem Yannick und dem Andreas zusammen den Contao Manager, der ja jetzt dann bis zur 4.4 auch als stabile Version rauskommen soll. Ja, ansonsten noch hier Kontakt. Daten, aber gut. Die meisten kennen mich, denke ich, sowieso. So, dann fangen wir an mit dieser Geschichte. Was erwarten wir, also was wird von uns erwartet im Vorfeld als Wissen und was erwartet uns jetzt hier in diesem Vortrag? Erstens, ihr solltet eigentlich alle wissen, wie man ein Contao installiert. Ich denke mal, das ist unkritisch, das sollte jeder Entwickler können. Man sollte wissen, welche Bestandteile gibt es in Contao 3.5, also wie sieht das Backend aus? Welche Klassen gibt es? Die meisten Klassen von Contao 3.5 sind immer noch da. Also wir haben eigentlich keine gestrichen, wir sind da vollkommen rückwärtskompatibel in Contao 4. Dann, man sollte wissen, wie in Contao 3.5 Komponenten einer Extension zusammenspielen. Also was sind die DCA-Dateien, wo gehören sie hin, wie registriere ich Content-Elemente und ähnliches. Und ihr solltet also allgemein schon mal eine Contao 3.5 Extension geschrieben haben. So, auf wen trifft irgendeiner dieser Punkte nicht zu? Gut, dann bin ich schon mal beruhigt. Wenn ich so weitermache, ist der Raum gleich leer. So, und ich hoffe, wenn wir hier rausgehen, auch nach der Fragerunde, dann hat jeder von euch eine Vorstellung, welche Bestandteile gibt es dann in Contao 4 hinsichtlich Extension-Entwicklung, die ihr nutzen sollt. Dann, wie arbeiten die Komponenten einer Extension in Contao 4 zusammen? Ihr solltet auch im Groben wissen, wie man eine Extension schreibt, ändert sie, also da natürlich nur die Teile, die sich ändern gegenüber 3.5. Und ihr werdet auch lernen, wie man eine Extension der Contao Managed Edition bekannt macht, dass sie automatisch geladen wird und damit nicht mehr irgendwie im App-Kernel eingetragen werden muss. So, ich habe mir gedacht, wir machen jetzt einfach mal hier so ein fiktives Download via Mail-Bundle. Ich werde den Code davon jetzt hier nicht haben, den werde ich später nach dem Nordtag auf GitHub hinterlegen als Repository, die komplette Extension, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, den ganzen Code durchzugehen. Da könnt ihr dann alles nochmal nachlesen und nachvollziehen. Die Slides werde ich auch online stellen und dann könnt ihr das alles nochmal nebeneinander tun und das Video wird ja auch veröffentlicht werden, dann habt ihr alle Sachen nebeneinander und dann könnt ihr da nachlesen dann da drin. So, wir brauchen einen Composer.json, ansonsten ist das Ding nicht installierbar, ist relativ logisch. Contao 4 ist Composer-only, es gibt keinen ER2 mehr. Wenn ihr eine Extension schreiben wollt und veröffentlicht wollt, macht das via Composer. Dann brauchen wir eine Bundle-Datei. Wer hat schon mal ein Symfony-Bundle geschrieben, beziehungsweise lieber andersrum gefragt, wer hat sowas noch nicht gemacht? Ui, das ist ja doch eine ganze Menge. Gut, dann werde ich darauf etwas intensiver eingehen müssen. Dann brauchen wir
Also das ist alles unser unser Bundle Root, die Verzeichnisnamen. Also die Composer.json liegt direkt im Root-Verzeichnis von der Extension. Dann der Source Download via Mail Bundle liegt dann im SRC-Verzeichnis und so weiter. Dann haben wir das Resources-Verzeichnis. Da haben wir dann ein Unterverzeichnis Contao. Und da drin haben wir Config und eine Config.php. Dann haben wir das Verzeichnis Contao, da kommen dann DCAs, dann Languages. Und wir haben in Source dann verschiedene unterschiedliche Pfade, wo unsere Klassen dann einsortiert werden. Autoload-Informationen, also wer aufmerksam geguckt hat, wir haben hier nur eine Config.php und keine Autoload.php mehr, auch keine Autoload.ini mehr. Die werden nicht mehr benötigt. Contao sucht diese Dinger jetzt selbst. Fangen wir an mit unserer Composer.json. Wir haben jetzt einfach hier mal die ganz normalen Standard-Metadaten. Einfach mal ein bisschen, wer ist es, wie heißt die Extension ganz oben, dann eine Beschreibung, was macht sie, dann Webseite vom Entwickler, die Lizenz, unter der wir was veröffentlichen, unter den Authors steht dann halt euer Name, E-Mail-Adresse und hast du nicht gesehen. Dann Keywords ein bisschen, Homepage und Support-Links wie Forum-Link, Wiki und hast du nicht gesehen. Dann, das Wichtige ist, wir haben den Typ Contao-Bundle. Damit die Contao Managed Edition bzw. der Package Manager die später auch finden kann, der sucht nur nach Extensions vom Typ Contao Bundle. Und die werden auch installierbar sein, sonst nichts. Dann das nächste, wir wollen mindestens PHP 7.0, also sage ich jetzt einfach mal hier, weil mit irgendwie so alten Zeugs wie 5.6 möchte ich gar nicht mehr arbeiten, frisst viel zu viel RAM und so weiter, also wir sagen, wir gehen schön hoch. Könnten auch schon 7.1 nehmen, aber das ist einfach noch nicht weit genug verbreitet. Und das Wichtige ist, wir wollen Contao Core. Und zwar hier ab der Version 4.3.6, weil ich habe die Extension jetzt geschrieben, jetzt ist gerade 4.3.6 die aktuelle. Also möchte ich, dass mindestens die genommen wird. Ihr könnt auch 4.3.0 nehmen oder je nachdem, welche Version ihr von eurem Feature-Set dann entsprechend haben wollt. Require Dev sind dann die Extensions, die nur für den Entwicklungsmodus gebraucht werden. Das ist ja auch klar. Also jeder hat schon mal eine Composer.json geschrieben, denke ich, oder? Wer noch nicht? Okay. Die Composer.json, nur ganz kurz jetzt am Rande, weil ich kann nicht alles intensiv erklären, ist einfach nur die Information für Composer, was ist da drin in diesem Paket, was braucht dieses Paket und welche Rahmenbedingungen sind noch da und was stellt es bereit. Wie zum Beispiel jetzt noch die Autoload-Information. Damit wird gesagt, hallo liebes PHP, wenn du eine Klasse suchst, die irgendwo in dem Namespace, hier jetzt Cyberspectrum Download via Mail Bundle liegt, irgendwo darunter alles, was dahinter ist, gilt dafür, suche sie in SRC und dann guckt der da drin nach. Und Autoload Dev ist eben das entsprechende nur für die Entwicklungsextensions. Und dann gibt es noch den Extra Key, da kommen wir später noch dazu, was wir da drin haben wollen. So, fangen wir an mit, was wir gerade eben sagten, wir brauchen eine Bundle-Datei. Ja, eine Bundle-Datei ist jetzt erstmal nicht so viel, was da drin ist, hat es aber in sich. Im Endeffekt ist es eigentlich nichts anderes als eine Datei, wo eine Klasse drin ist, dieses Download via Mail Bundle, das die Symfony Bundle Klasse extendet. Und damit weiß das System schon, hey, hier ist ein Einsprungspunkt für eine Extension in dem Sinne, beziehungsweise für ein Paket in Symfony, ein Bundle. Ein Bundle ist immer eine Bündelung, deswegen auch Bundle, von Komponenten und Services und allen möglichen anderen Krams, die Funktionalität dann bereitstellt. So, Declare Strict Types, falls es noch jemand nicht kennt, ist ein neues Feature in PHP 7, dass man jetzt strikte Typisierung aktivieren kann. Man kann in Funktionen Typen hinterlegen, wie Int, Array, String und so weiter. Und wenn dann derjenige, der diese Funktion aufruft, ein Argument in einem anderen Typ reingibt, beispielsweise ich erwarte jetzt einen Integer und man reicht mir einen String rein, dann gibt es eine Warnung von PHP direkt, dass du da Blödsinn reinbringst. Finde ich ein sehr wichtiges Feature, weil du damit schon einige Probleme ausmerzen kannst. Viele hassen dieses Feature, weil sie sagen, das ist eigentlich der größte Vorteil von PHP, dass man nicht strict typed ist, sondern sie möchten lieber das Duck Typing haben. Aber ich baue es bei mir inzwischen überall ein, wo ich PHP 7 voraussetzen kann.
und würde euch auch eigentlich raten, das zu tun. Besonders wenn ihr jetzt nicht hundertprozentig wisst, dass da keine strikte Typisierung sein soll. Lieber strikt arbeiten. So, das ist das Bundle. Das Bundle an sich kann jetzt noch nicht viel, aber es sagt Symfony schon mal, hier ist was. Wir haben dann noch die Geschichte, dass wir jetzt eine Dependency Injection Extension brauchen. Die sagt dann dem System, hey, um Konfigurationen zu laden, in diesem Falle wollen wir später eine Services YAML laden, rufst du hier die Load Internal auf, also die wird dann aufgerufen, weil ich von der Configurable Extension ableite. Und da sage ich dann einfach, lade mir mal das YAML-File, also die Konfiguration, die ich in meinem Bundle mitliefere, die unterhalb von dem übergeordneten Verzeichnis im Resources Config ist. Also aus meiner Sicht von meinem Bundle ist das jetzt, wie wir ganz vorhin gesehen haben, ganz im Top haben wir Source Resources Config. Und da liegen die Symfony-Konfigurationen drin. Und die Konfiguration, die wir auch noch bauen müssen, die Symfony automatisch dann versucht zu laden, ist dann direkt hier drunter. Das ist eine, die macht hier in dem Falle überhaupt nichts, außer dass sie einen Tree Builder baut und sagt, mein Root meiner Konfiguration für mein Bundle hat den Namen Download via Mail. Da solltet ihr euch einen Namen überlegen, der... Stehe ich im Weg? Da solltet ihr euch immer einen Namen überlegen, der sehr, sehr unique ist. Ansonsten habt ihr gegebenenfalls potenziell eine Kollision mit einem anderen Entwickler und wenn beide Bundles installiert werden, ist das blöd. Weil dann streiten die sich um die Konfiguration. Weil dann bringen beide die Konfiguration rein und dann sagt das System, ja Moment. Das ist ein bisschen schizophren, wenn sich beide so nennen wollen. Das geht nicht. Jo, dann haben wir hier den... Im Endeffekt ist alles, was in Resources drin sind, eine Ressource. Aber was sind jetzt dann die Ressourcen, die man da reintun kann? Also wir sehen jetzt hier schon mal eine Services YAML im Config-Verzeichnis. Also gibt es irgendwie Config, wissen wir schon mal, aber schauen wir uns die verschiedenen Arten von Ressourcen an. Ihr könnt in Resources Unterverzeichnisse anlegen, Public. Alleine dadurch, dass wir jetzt unsere Extension registriert haben und das Bundle definiert haben, weiß Symfony schon, aha, da ist ein Bundle. Dann schauen wir doch mal in die Ressourcen rein. Da gibt es einen Public-Ordner und alles, was da drin ist, wird automatisch gesymlinkt in den Web-Ordner von der Application. So, das sind dann schon mal die Bilder, die wir mitliefern, Buttons und was weiß ich was, die JavaScript-Files, die CSS-Dateien, alles, was wir eben als statische Public-Assets bereitstellen möchten, sind da drin. Ja? Der Tree Builder ist nur eine, da werde ich jetzt hier nicht drauf eingehen, weil wir keine eigenen Konfigurationswerte haben. Ihr könntet theoretisch jetzt da dazwischen, zwischen dem Root Node und dem Returnen des Tree Builders, könntet ihr in den Tree Builder noch jede Menge Subkonfigurationen reinregistrieren an Config Keys. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich brauche noch einen Konfigurationswert vom Typ String. Und der soll standardmäßig sein, was weiß ich was, Hallo Welt. Und den kann man dann in der Anwendungskonfiguration überschreiben, indem man dann eben in der Konfiguration der Symfony Application sagt, hier Download via Mail und darunter dann My Value oder sowas, soll nicht Hallo Welt sein, sondern Hello Universe. Und dann würde das automatisch überschrieben werden. Ihr könnt da zum nicht nur Default-Werte, sondern die komplette Konfiguration deines Bundles. Alles, was du für den Anwender im übertragenen Sinne, sondern beziehungsweise eigentlich eher für den Administrator, der die Anwendung baut, als Konfigurationsmöglichkeiten bereitstellen möchtest, solltest du da reintun. Das ist der riesengroße Vorteil. Du konfigurierst im Gegensatz zu Contao 3.5 die Anwendung dadurch, dass du Konfigurationsdateien schreibst und die sich dann auch überschreiben können. Du kannst auch aus deinem Bundle heraus die Konfiguration eines anderen Bundles heraus nochmal modifizieren, wenn du das möchtest. Ist nicht gerne gesehen, aber kannst du machen. Und, aber dadurch bist du viel flexibler und freier, weil du nur noch die Konfiguration bearbeiten muss und nicht so wie in Contao 3.5 einfach dann 10.000 PHP-Dateien bearbeiten und sagen so, ach ja, hier wird die Klasse verwendet, da ist jenes und auch da ist jetzt dieser String-Fix drin, sondern einfach alles schön in die Konfiguration rauskippen und derjenige, saubere Default-Werte und dann derjenige, der es konfektioniert, der wird dann hinterher eben hingehen und das schon sauber befüllen. So, Config haben wir gerade eben gehabt, da haben wir ja die Services YAML draus geladen, da sind die ganzen Symfony-Konfigurationen drin per Convention.
Ihr könntet den theoretisch auch Hugendubel nennen oder was weiß ich was alles. Hauptsache, ihr ladet von dort die entsprechenden Konfigurationsdateien. Dann haben wir meistens noch einen Ordner Views. Da liegen dann die Templates für Twig drin. Twig ist in Symfony die Template, die... Ja, ist, glaube ich, geschickter, wenn die jetzt da drüben rumbauen. Twig ist in Symfony die Templating-Engine, die wir mittelfristig bzw. spätestens langfristig in Contao auch komplett verwenden wollen. Momentan können wir noch nicht umstellen, weil wir einfach aus Legacy-Gründen noch unsere eigenen Template-Klassen verwenden müssen. Wir verwenden die Twig-Engine bislang in Contao 4 lediglich für die Error-Screens, die durch das Release von Contao 4, der dann auch etwas schlanker wurden, besser bearbeitbar sind, nur nicht mehr mit dem eingebauten Template-Editor im Backend. Aber da wollen wir im Endeffekt hin, dass wir alles als Twig-Templates machen und bei neuen Sachen verwende ich auch eigentlich nur noch Twig. Da ist es mir dann relativ egal, ob das derjenige, der das installiert und anwendet, dann, da es meine Kundenprojekte sind, ob der das überschreiben kann über den Contao-Template-Editor, weil da hat mein Endkunde eigentlich nichts drin zu suchen. Da macht er auch nichts drin, der möchte seinen Inhalt pflegen und derjenige, der das System in Betrieb nimmt, der kümmert sich darum, dass die Templates eben passen. Und das ist dann entsprechend der Webworker, der das Frontend macht. Und der, ob der jetzt eine Template-Datei im Templates-Verzeichnis editiert oder ob der eine Twig-Datei bearbeitet, die dann unter App-Resources oder sonst wo liegt, das ist dem dann relativ egal, da muss es nur wissen hinterher. So, und... Dann gibt es jetzt noch einen weiteren Unterordner in Ressourcen, das ist jetzt Contao-spezifisch, wie der Name schon sagt. Ein Ordner Contao, das muss was Contao-mäßiges sein. Da drin ist der ganze Krams, den ihr bei Contao 3.5 Extensions bislang nach System Modules XY, hast du nicht gesehen, reingekippt habt. Also die Config-Unterordner, das DCA-Unterordner, der Languages-Ordner und der Templates-Ordner. Das wandert jetzt alles in Resources Contao rein. Der System Modules Ordner, den es momentan auch in Contao 4 noch gibt, der ist deprecated und wird langsam ausgefaced. Sobald ihr eben alle umsteigt auf, ihr habt Contao 4 Version, dann schmeißt diesen System Modules Ordner weg. Ihr braucht ihn nicht, das ist nur aus Legacy Gründen. Alles reinkippen in das Contao Verzeichnis und dann wird Contao automatisch, so wie Symfony nach dem Public-Verzeichnis sucht, sucht der Contao Core nach einem Resources-Contao-Verzeichnis und lädt von dort dann eben entsprechend die DCA-Dateien und auch entsprechend die Languages und die Templates. Ihr spart euch dadurch die Autoload-PHP und Autoload-INI. So, jetzt haben wir eben eine Service-Konfiguration gehabt. Ich gehe jetzt da auf die Services ein, im Sinne von wegen, was ist ein Service eigentlich, wofür brauchen wir ihn, weil ich den Vortrag jetzt einfach halt für eine viel zu breite Zielgruppe machen muss und sehr viele haben ja auch noch keinen Bundle gemacht, deswegen werde ich da jetzt etwas exzessiver eingehen und es nicht überspringen. Services sind im Endeffekt kleine Arbeiterklassen im Endeffekt. So wie in einem Ameisenhaufen, viele, viele, viele Ameisen und jeder hat eine kleine Aufgabe und die helfen sich alle der Reihe nach und greifen alle Hand in Hand. Tragen ihre Sachen rum und tun und machen und was weiß ich was. Services können im Dependency Injection Container konfektioniert werden. Das ist jetzt das, was ich vorhin gesagt habe mit den Konfigurationsdateien. Man kann eigentlich jeden Service überschreiben, austauschen, man kann ihn umkonfigurieren und ähnliches über die Konfigurationsdateien. Und somit kann man sich in seinem System alles schön zusammenstöpseln, wie man möchte. Also das ist ein ganz schöner Lego-Baukasten, wo man dahinter ein Gesamtsystem bei rauskommt. Und jede Aktion in einer Symfony-Application, beziehungsweise eigentlich in jeder Software, sollte von einem Service beziehungsweise von einer Klasse erledigt werden. Das nennt sich Single Responsibility Principle und damit erschlägt man das, dass die Klassen zu groß werden und somit hat man immer eine Klasse, die macht das eine, zum Beispiel eine E-Mail senden, eine andere Klasse, die kümmert sich darum, diese E-Mail zu erzeugen, nämlich den Text, der da gesendet werden soll, die füllt dann die Werte in ein Template rein und liefert das Gerenderte zurück und die greifen dann alle über einen anderen Service wiederum, der die beiden injected kriegt, also der kriegt die mitgeteilt, verwende folgenden Service, um ein Template, um den E-Mail-Buddy zu erzeugen und verwende folgenden Service, um die E-Mail dann wegzuschicken
Und wenn euch das jetzt nicht gefällt, dass der E-Mail-Verschickservice jetzt einer ist, der auf dem lokalen Rechner läuft, dann sagt ihr, ach ja, jetzt installiere ich mir einfach Bundle XY oder Extension so und so, konfiguriere den Service um und zack, bumm, jetzt geht die Mail nicht mehr über meinen lokalen Mail-Server raus, sondern sie geht jetzt über Mailchimp oder über was weiß ich was. So, Services greifen ineinander rein, werden von anderen Services angefragt bzw. verwendet und weitere Services werden reininjected, aber Services müssen stateless sein. Ihr dürft nicht einfach anfangen und sagen so von wegen, ah ja, hier, schön, ich schreibe mir jetzt hier den Mail-Send-Service, der soll jetzt dann die Mail schicken und dann baue ich mir jetzt hier noch als Protected Public oder Private Property einfach mal so eine temporäre Variable rein, bis in eine Property rein, wo dann Mail-Body drin ist oder sowas, dann hat dieser Service einen State. Weil er ist dann auf einen Aufruf hin direkt gebunden, also die Nutzdaten sind da drin. Ein Service muss immer sich gleich verhalten und darf sich nicht im Zustand her verändern. So, dass Services genau eine Aufgabe haben, haben wir gerade schon gesagt. Und ja, allgemein, Services erleichtern das Leben ungemein. Weil, wenn man so atomar arbeitet und alles zusammenstöpseln kann, dann kann man auch super genial Unit testen, weil man einfach sagt so von wegen, ja, hier, lieber Unit Test, wir brauchen hier in diesem einen Service einen anderen Service, zum Beispiel diesen Mail-Sender-Service, aber ich möchte jetzt natürlich nicht, dass jedes Mal, wenn ich meinen Test laufen lasse, dass dann eine E-Mail rausgeht. Im Zweifel dann auch noch irgendwie, wenn das jetzt ein Newsletter-Service ist, ich mache einen Test und dann gehen mal 5000 Mails raus an Testadressen, das wäre ein bisschen ungeschickt. Das würde dann den Kunden nicht freuen, aber ich würde es nicht freuen, weil der Test lange läuft. Also mockt man sich den dann sozusagen in dem Test und sagt so, das ist ein Dummy-Service, der macht einfach gar nichts, den injecte ich da rein und ich kann einfach gucken, hat denn eigentlich mein Mailversand funktioniert. Weil beim Dummy-Service kam an, sende E-Mail mit Text so und so. Alles wunderbar dann. Ja, schauen wir uns einfach einmal ein Beispiel an, wie wir jetzt in Contao 4 Services registrieren. Ihr kennt alle Hooks aus Contao 3. Ich habe jetzt einmal ein Beispiel für den Generate Page Hook genommen. Das ist die neue Art und Weise, wie wir das machen. Wir sagen, Contao, wir brauchen einen Hook Generate Page und da soll aufgerufen werden, ein sehr, sehr komischer Klassenname jetzt, weil eigentlich in Contao 3 ist es ja so, wir haben da den Klassenname, der aufgerufen werden muss und dann hinten dran die Methode da drin. Und dann erzeugt Contao die Instanz von der Klasse, röppelt da drüber über die Methode und dann ist es fertig. In dem Fall haben wir jetzt ein Problem. Dieses Form-Data-Teil müsste jetzt theoretisch die globale Datenbankklasse dann abfragen in sich selbst, müsste weitergehen und dann hier, in dem Fall werde ich auch eine E-Mail versenden und nicht nur in die Datenbank schreiben, müsste dann auch noch die E-Mail-Klasse schnappen von Contao und dann alles hier so ruppeln. Ziemlich blöd, weil dann kannst du den Service nicht injecten, sondern der Hook-Service, der zieht sich seine Dependencies rein. Wir wollen aber, dass wir sie ihm mitteilen, verwende folgende. Also haben wir gesagt, wir machen das jetzt so. Man kann die Services ganz normal wie in Symfony registrieren, in der Services YAML. Das sieht dann so aus. Wir haben einfach den root.services. Dann haben wir unseren Namen, den sehen wir da oben, der ist deckungsgleich. Das soll sein vom Typ der Klasse MyBundleEventListenerProcessFormsListener. Und Symfony, wenn du die Instanz erzeugst von diesem Service, gib ihm doch bitte als Constructor Argumente mit, die Datenbankverbindung und den Mailer-Service. Und somit hat der Hook alle Dependencies direkt reingekriegt, die er braucht und kann damit dann arbeiten. Das macht es dann bei uns hier in der realen Implementierung ganz easy. Wir speichern uns, also da habe ich jetzt einfach mal aus Platzgründen Private $Database und Private $Mailer weggelassen, weil die müsst ihr natürlich auch noch reinbauen bei euch in die Klasse, dass ihr einfach sauber definiert seid. Keine anonymen Properties in Klassen verwenden. So, und dann die Methode, die macht jetzt einfach nur hier this database insert, was wir halt eben mit den Postdaten, den Formdaten oder aber den Files machen wollen. Und genauso können wir auch jetzt hier sagen, hello Mailer, sende eine E-Mail, die ich irgendwie hier gebastelt habe. Das ist jetzt einfach nur sehr, sehr kurz gehalten, damit man einen groben Überblick hat. Aber ich denke mal, jeder von euch wird es schaffen, eine Datenbank-Query zu schreiben aus den Postdaten und ein Mail zu senden, wird wahrscheinlich auch noch gerade im Rahmen des Möglichen liegen. So. Dann haben wir eigentlich jetzt halt das ganz Grobe, wie die Services funktionieren. Jetzt ist das Bundle zwar geschrieben, aber wir haben es einfach noch nicht in dem System drin. Also wenn ihr das jetzt macht, ihr habt ein Contao 4 installiert und ihr habt dann
auch die Extension schon schön veröffentlicht und ihr habt dann das in ein ganz normales Contao 4 Standard Edition installiert mit Composer. Freut euch, alles funktioniert nicht. Weil ihr müsst es im App-Kernel noch registrieren, das ist ja klar. Also gehen wir da hin, machen das oben unter dem Core-Bundle, weil ihr seid eine Contao-Extension, ihr solltet immer nach dem Core-Bundle drinstehen. Ansonsten ist das ein bisschen problematisch mit dem Laden von DCA-Dateien. Der Core macht ja die Arrays selbst in den DCA-Dateien. Das kennt wahrscheinlich dann jeder, der mal in Contao eine andere Extension erweitern wollte, die eine neue Tabelle reinbringt. Wenn ihr davor geladen werdet, sind eure Daten weg. Werdet ihr danach geladen, sind sie noch da. Beim Core-Bundle müsstet ihr da jetzt euch dahinter hängen. Das betrifft aber nur eben jetzt diese generische Symfony-Application, also wenn ihr nicht gemanagt seid. Bei der Managed Edition wird es dann etwas geschickter. Weil das mit dem Reinschreiben uns einfach auf den Zeiger ging, haben wir gesagt, wir brauchen jetzt ein Manager-Bundle, das die ganze Geschichte übernimmt. Das ist dann in der Managed Edition. Dafür gibt es jetzt ein neues Interface, Bundle-Plugin-Interface. Dieses Interface macht im Endeffekt nichts anderes als eine Konfiguration von Bundles zurückzuliefern, also ein Array von Bundle-Konfigurationen. Und die wird aufgerufen vom Manager-Bundle. Diese Klasse müsst ihr irgendwo implementieren. Diese Klasse liefert dann zurück eine Instanz des Config-Interfaces. Das ist das, wo ihr im Endeffekt dann aufsetzt. Wir haben eine Basisklasse dafür, damit ihr die nicht selbst implementieren müsst, weil das ist ein bisschen Code Repetition wäre das dann. Wir haben das so, dass ihr erstmal sagen könnt bei der Konfiguration vom Bundle dann, was wollt ihr replacen? Das ist dann der Ordner in System Modules, den ihr ersetzen wollt. Also der alte Name eurer Extension, sofern ihr einen hattet. Damit die anderen Bundles und Extensions, sofern sie in ihrer Autoload-Ini, ich weiß nicht, wer von euch hat sich die Autoload-Ini mal intensiver angeguckt, dass man da auch Dependencies ansetzen kann, oder wer weiß das nicht? Also jeder, der es nicht weiß, braucht es im Endeffekt nicht lernen, und jeder, der es weiß, weiß, dass er da jetzt dann das als Replacement eintragen muss, damit er quasi noch gefunden wird von den anderen, weil sonst hat man das Unresolvable Dependencies, wenn ihr euren Extension-Namen jetzt ändert vom System-Modules-Namen auf den Bundle-Namen. Ihr könnt weiterhin sagen, Set Load After. Das ist gerade das, wo ich eben gesagt habe, ein bisschen vor dem Core geladen werden, blöd, keine DCAs möglich, also sagt ihr da, hey, lad mich nach dem Core. Aber ich habe auch noch eine Erweiterung, ich erweitere jetzt, was weiß ich was, SyncCTO zum Beispiel, ich bringe da jetzt eine neue Tabelle mit rein, die speziell behandelt werden soll. Brauche ich ein neues Konfigurationsfeld? Zack, bumm, lad mich auch da danach. Und was ich auch noch möchte, ist, dass du mich noch nach dem Notification Center lädst, weil ich schicke auch noch irgendwas raus und konfiguriere das Ding um. Und so könnt ihr das da alles reintun. Weiterhin könnt ihr mitteilen, ob ihr im Production Mode geladen werden wollt. Macht für die meisten Extensions Sinn. Es sei denn, ihr schreibt eine Debug-Extension, weil ihr einfach bessere Debugging-Services bereitstellen wollt. Dann sagt ihr, Load in Development, könnt ihr auch setzen auf, also initial sind beide auf True, ihr werdet sowohl in Production als auch in Development geladen, wenn ihr die Config-Instanz erzeugt, könnt aber damit sagen, nee, im Develop-Mode darf ich nicht kommen oder aber im Production darf ich nicht kommen. Ja, und dann gibt es noch hier die Get-Bundle-Instanz, das ist im Endeffekt für euch relativ uninteressant, das ist einfach dann die Instanz, die wird von Contao aufgerufen, um die Instanz des Bundles zu erzeugen mit seiner Konfiguration. Jetzt haben wir da dieses Config-Interface implementieren, benutzen die Basis-Implementation dazu, aber wo verwenden wir sie? In einem eigenen Plugin, das wir in unserem Bundle schreiben. Dieses, deswegen haben wir vorhin gesagt, so extra, da kommen wir gleich mal noch dazu, da war jetzt nicht ich gemeint, sondern der Key. Wir haben einen neuen Key eingefügt in der Composer.json, nur für die Managed Edition, Contao Manager Plugin. Da kommt der Klassenname rein von eurem Plugin, welches euer Bundle in der Contao Managed Edition registriert. In diesem Falle eben Service-Recht und Download via Mail Bundle, Contao Manager, Plugin. Wie soll das Ding jetzt aussehen?
sehr spektakulär sieht das aus. Erstmal, wir usen sehr, sehr viel, unser Namespace passt und das Plugin implementiert Bundle Plugin Interface. Das Interface, was wir gerade eben hatten, es hat die eine Methode getBundles. Wir liefern jetzt hier in diesem Falle eine einzige Bundle-Konfiguration zurück, die hier gebaut wird. Wir könnten hier mehrere zurückliefern. Hat den folgenden Grund, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Contao Manager installiert nur Extensions und Packages vom Typ Contao Bundle, weil mit allem anderen kann er nicht umgehen. Jetzt wollt ihr allerdings von irgendeinem Drittentwickler eine Library reinbringen, der wird natürlich schwer davon zu überzeugen sein, dass er seine Library jetzt für euch umschreiben soll auf Typ Contao Bundle und dann noch den ganzen Krams reintut. Nee, ihr macht das so, ihr schreibt eure Extension, ihr required das Paket in euren Requires und ihr bringt es über euer Plugin, über eure Plugin-Klasse, bringt ihr das Huckepack mit. Ihr sagt einfach, hey, ich muss folgendes Bundle geladen kriegen. Und zwar lade es mir mit dieser Klasse und lade es nach. Es darf nicht vor Twig-Bundle sein, es darf nicht vor dem Swift-Mailer-Bundle sein und es darf nicht vor dem Core-Bundle sein und es darf nicht vor dem Contao-Manager-Bundle sein. Einfach irgendwo dahinter und dann sortiert Contao beim Container-Build-Time das Ding dahin, wo es hingehört von der Ladereihenfolge und ihr seid eigentlich glücklich. Ich könnte jetzt sagen, nehmen wir an, das Swift-Mailer-Bundle wäre jetzt noch nicht von Contao im Core required. Also wir müssten das mitbringen, weil wir es einfach reinbringen wollen. Dann würde ich sagen, hey, lade mir auch noch Bundle-Config, also ein Bundle-Config-Create, dann hier Swift-Mailer-Bundle, Set-Load-After, und dann sage ich bei meinem eigenen, lade das nach dem Swift-Mailer-Bundle. Und so könnt ihr alle möglichen Bundles in einem mitbringen, wie ihr wollt. Und ihr könnt da drin auch die Konfiguration mitbringen. Ihr müsst es sogar für Sachen, die ihr Huckepack mitbringt, die initiale Grundkonfiguration mitbringen, weil ansonsten konfiguriert das keiner, es sei denn, ihr habt eine Doku dabei und dann muss jemand doch wieder an die Config-Datei rangehen, was eigentlich nicht der Sinn der Managed Edition ist. Sondern ihr sollt eine Basiskonfiguration mitgeben, die man dann von Hand nochmal überschreiben kann. Aber es sollte immer alles da sein, was man braucht, um eure Extension zu betreiben. So, wir haben dann noch weitere Interfaces reingebaut in das Manager-Bundle. Ein Dependent-Plugin-Interface. Das ist für die Geschichten, wenn ihr Composer-Packages noch Abhängigkeiten habt, die nicht Bundles sind, dann könntet ihr jetzt hier noch die Namen der Packages mitliefern, die vorher geladen werden sollen. Werdet ihr aber zu 99,9% nicht brauchen. Ist nur jetzt hier am Rand erwähnt. Allerdings, das werdet ihr, wenn ihr Anwendungen schreibt in Symfony, werdet ihr eigene Routen mittel- bis langfristig machen wollen. Eigene Routen sind Einsprungspunkte in Contao selbst, beziehungsweise in die Symfony Application. Ihr kennt auf jeden Fall schon mal zwei Einsprungspunkte Minimum von Contao 3. Das eine ist /Contao/Main. Und ihr kennt Index.php im Root. Das sind schon mal zwei Einsprungspunkte. In Symfony gibt es ja nur noch den Einsprungspunkt App.php. Ihr wollt aber eigene auch noch bauen, sei es, weil ihr einen Ajax-Service habt, der da irgendwas ausliefern soll oder sonst was. Dafür braucht ihr dann eigene Controller und diese Controller sollen auf irgendeiner Route lauschen, damit sie ausgeführt werden. In der Managed Edition müsst ihr ja die auch irgendwie reinkriegen. Also haben wir gesagt, so, hey, wir bauen dann auch noch ein Routing-Plugin-Interface rein, das ihr zusätzlich noch implementieren könnt. Also, oh, ich habe es vergessen, da jetzt anzuschreiben. Da müsste jetzt eigentlich noch das Komma sein mit dem Routing-Plugin-Interface. Und dann diese Methode ist einfach nur getRootCollection. Wir holen uns die Routen, so wie sie jede Symfony-Application einfach ihre Routen lädt über den Resolver. Resolve dir die Routing-YAML und lade sie dir. Da macht Symfony dann ganz normal, also das solltet ihr dann in Symfony mal nachlesen, wenn ihr es noch nicht kennt, wie das Routing allgemein funktioniert. Danach haben wir die ganzen Routen in der Collection drin und liefern die zurück an Contao. Wenn wir das gemacht haben, dann ist die Extension in Contao 4 geladen. So,
Jetzt habe ich die halbe Stunde rum und dann kommen wir jetzt da dazu. Jetzt dürft ihr fragen, was ihr nicht verstanden habt. Weil das, ich mache es lieber jetzt ein bisschen im Peer-to-Peer-Talk, weil ich so viele unterschiedliche Wissensstände habe und das ja dann doch ein sehr komplexes Thema ist. Die kurze Frage, ist das schon irgendwo dokumentiert? So stark? Den Schritt, was du jetzt so... Du meinst, wie du initial einen Bundle baust? Sozusagen, ja, für Quintaro 4 in dieser Managed Edition. Nein, ist es nicht. Genau deswegen habe ich diesen Vortrag gemacht und genau deswegen werde ich auch dieses Repository auf GitHub schubsen. Ich habe es mir vorgenommen, ich werde da die Git-History nochmal komplett durchgehen und nochmal durchpflügen, damit es dann schön saubere sequentielle Schritte sind, von wegen, ich lege zuerst die Composer.json an, dann erzeuge ich die Bundle-Klasse und so weiter. Also das wirst du dann schon sequenziell sehen. Dass dann, was baue ich wie auf? Und das ist dann schön so Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Das war der Anspruch, den ich an den Vortrag hatte. Aber da muss ich die Git-History noch ein bisschen aufräumen, weil noch ein paar Tippfehler waren. Dann kennst du es ja hinterher. Ist es dann nicht mehr schön. Okay, ja, bitte. Danke schon mal. Die Bestrebungen, wieder so ein Extension-Builder in die Firmen mit einzubauen, die es in der Dreier gibt, dass man so eine Grundkonfiguration automatisiert hat? Bin ich ehrlich, also ich muss mal kurz fürs Mikro wiederholen. Die Frage war, ob wir in Quantau 4 auch einen Extension-Builder bauen wollen, wie er in Quantau 3 ist im Backend. Ich muss sagen, ich bin von dem Ding kein Freund. Aus dem einfachen Grunde, weil er erzeugt viel zu viel. Und wenn ich mir angucke, was die Leute dann veröffentlichen, die haben dann auf den Extension Builder geklickt, haben dann alles erzeugen lassen, haben dann ihren Code reingegossen und haben den Rest einfach da gelassen. Dann hast du teilweise Extensions, das sind also das Schönste, was ich hatte, waren 130 Dateien. Von denen, wie viel waren es? Ich glaube 120 Dateien waren... This file is part of Quantau, Copyright Leo Fire, Ende. Das waren die Dateien. Oftmals war da drunter noch, to register a hook, type da-da-da, register a content element, da-da-da. Alles auskommentiert und wenn du die Dateien wegmachst, du verlierst eine Übersicht darüber. Und es ist kein Problem, du hast ja gesehen, was du initial brauchst. Was man brauchen könnte, wäre eventuell ein DCA-Builder oder sowas, aber da wissen wir selbst noch nicht, wo wir da hinkommen in der 4, 5 und weiteren, weil wir die eigentlich gerne auch aufdröseln würden auf ein YAML-File oder ähnliches, damit sie cachebar sind. Und da wirst du dann sowieso dann wieder andere Sachen schreiben müssen. Aber jetzt diese automatisch generierten Sachen ist die Frage. Ich benutze auch bei Symfony zum Beispiel, liefere dir ein Kommando mit Generate Bundle, heißt es, glaube ich, ich benutze es nie, wo sie auch schon so ein Skeleton erzeugen mit, da hast du einen Demo-Controller drin und was weiß ich was alles und der baut dir dann diese Klassen als leere Rümpfe, aber du musst dann hinterher alles wieder wegschmeißen, was du nicht brauchst und musst dann so viel noch umschreiben, dass die Kommentare passen und alles und da bin ich ehrlich gesagt eher dabei, dann schreibe ich es doch lieber gleich von Hand, dann ist es initial schon richtig und dann muss ich nicht hinterher rausschmeißen. Und ansonsten kannst du ja auch eine eigene Sache von dir schnell copy-pasten, einmal Search Replace und dann bist du auch fertig. Auf Bierchen. Ey, wir haben noch Zeit, also wie ist... Manager kommt jetzt nicht 4.4. Der Manager, das Release-Date vom Manager ist geplant für die 4.4. Wir tun alles, dass wir das halten können, weil da wird schon zu lange drauf gewartet. Und das, was ihr hier seht mit dem Registrieren des Plugins, das funktioniert schon. Die Managed Edition ist released, es funktioniert. Wir haben gerade noch ein paar kleine Bugs drin, dass man bei einer Installation zum Beispiel, er sagt von wegen, der Webordner existiert noch nicht. Die haben wir aber auch binnen den nächsten Tagen ausgeräumt. Also bei mir funktioniert es. Ich habe es im Büro bei mir am Laufen. Es funktioniert tadellos. Ich habe die Demo-Extension genau da drin entwickelt, von Grund auf. Einfach auch nochmal, um zusätzlich den Test zu haben, kann man das überhaupt auf die Welt loslassen, so wie wir es jetzt gebaut haben. Der Andreas hat es intensiv getestet, hat auch schon Extensions produktiv damit. Der Quantau Core verwendet es selbst schon. Alle Bundles, die wir haben, sind schon selbst mit dem ausgestattet. Wenn ihr das nachgucken wollt, schaut in die Composer.json, in allen Bundles rein, also Kalender-Bundle, Events-Bundle, News-Bundle und so weiter. Kalender-Bundle ist, glaube ich, weil es das kleinste ist, das schönste für euch zum Nachgucken.
wie das aussieht, weil ihr braucht nur diese Klasse angucken, zack, aha, so sieht's aus und dann welche Services habe ich und so weiter. Also schaut einfach ein bisschen ab bei uns, wie wir es eingebunden haben und dann sollte es funktionieren. Und Norbert? Ja, wie sieht das mit der Interaktion zwischen den Legacy-Strukturen und der Wandelstruktur aus? Also wenn wir zum Beispiel wie gehen wir vor, wenn wir irgendwie tatsächlich DCA-Sachen noch mal irgendwie von anderen Extensions beschreiben wollen und dann noch irgendwie vielleicht die Services dann brauchen dafür oder dies und das, oder einen Controller der Wandelstruktur haben und dann wiederum, wie sieht es da aus? Sind die Services da auch verfügbar, ganz normal dann in der Legacy-Struktur? Die DCA-Informationen und so weiter werden reingeladen. Die sind ja dann nur noch im Arbeitsspeicher. Es geht ja nur darum, wo die DCA-Datei geladen wird und natürlich auch in welcher Reihenfolge. Und genau deswegen, damit ihr eben mit den Legacy-Paketen nicht ins Gehege kommt, gibt es ja diesen in der Bundle-Config diesen Replaces, den du da setzen kannst. Ich ersetze ein altes von den, was haben wir als Beispiel, was wir ersetzen könnten? Also Christian könnte jetzt hingehen und sagen, ja, ich ersetze DLH Google Maps und jeder, der dann sagt so, hey, ich brauche aber in meiner Autoload-INI als Basis, depends on DLH Google Maps, dann sagt das System, ah ja, DLH Google Maps habe ich zwar jetzt nicht als Bundle, aber der da ersetzt es ja. Also muss ich die Konfiguration da einsortieren und dann lädt er die DCA-Dateien und Config-PHPs wieder in der richtigen Reihenfolge. Gibt's denn jetzt, also war ganz doof gefragt, noch diese alte Struktur mit Languages und dann den Tabellennamen und so, wenn man hier arbeiten kann? Du meinst von also die, weil wir gerade bei DCA waren, also ja, vom Fileinhalt her meinst du oder meinst du von der Location? Ja, von der Struktur her, wenn ich jetzt eine Erweiterung baue, dass ich die Config jetzt sozusagen mit Symfony mache, wie du es gerade erklärt hast und so weiter, und ob dann eben noch aus den Ordnern der gesamte Inhalt wandert in das Resources-Kontau-Verzeichnis. Also Languages, Config, DCA, ungeändert bislang. Bislang ungeändert, außer, dass ihr eben alles, was Hooks sind, optimalerweise umbaut auf, oder in, also es geht hier ja eigentlich viel mehr der Fokus nicht auf Umschreiben, sondern auf neue entwickeln. Ihr baut einen Hook nicht mehr als Klasse, die dann statisch von Kontau instanziert wird, sondern als Service und ihr sagt, System, nimm den Service. Er war vorher noch. Geh mal bitte auf die Seite zurück, wo du genau eben genannten Hook dreiteilig. Genau. Der Generate Page Hook wird jetzt in dem ersten Teil wird der quasi. Das ist die Config PHP, also die in Resources Kontau Config liegt. Ganz normale Config PHP, einzige Änderung zu Kontau 3.5. Wir haben jetzt hier nicht mehr den Klassennamen, den wir hier haben. Also ihr hättet ja eigentlich jetzt hier diesen Namen hier drin stehen und hinten dran OnProcessFormData. Zack. Das heißt GeneratePage und ProcessFormData sind eigentlich nicht ganz richtig, meiner Meinung nach. Da hast du vollkommen recht. Nur zum Verständnis. Da hast du vollkommen recht. Der sollte eigentlich eher auf dem Process Form Data Hook sein. Das ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen, aber ist eine schöne Anmerkung. Ja, hast du recht. Vollkommen recht, das ist falsch. Und jetzt definiert man in der Services YAML? Das ist die Services YAML in Resources Config. Nicht verwechseln Kontau Config, sondern Config. Das ist nämlich die Services YAML, die wir für Symfony machen, die wir in unserem Bundle geladen haben in der Extension. Und damit definierst du den Service? Der Name ist auch nur Convention. Du kannst die benennen, wie du willst. Ich mache es bei mir zum Beispiel so, ich habe eine Services, das ist ein generischer, dann habe ich eine Event Listeners, da sind dann die ganzen Hooks drin und so weiter und die lade ich dann alle in meine Extension mit rein. Mhm. So, da definiere ich jetzt, Root ist Services, das ist ein Key, der von Symfony bereitgestellt wird. Da sind wir jetzt auch bei dem Thema von wegen vorhin mit dem Tree Builder. Symfony hat einen Tree Builder, der sagt, ich habe im Root Services drin bei mir. Da drin können sein alle möglichen Elemente, egal wie sie heißen. Die müssen aber folgende Struktur haben. Sie dürfen haben eine Klasse, das muss ein String sein. Sie können Argumente haben, das muss ein Array sein. Und dann geht es noch weiter. Also das sind alles Conventions, die man nachlesen kann. Symfony ist da sehr, sehr gut dokumentiert, auch im Dependency Injection Container. Und dann hier das Add-Zeichen, das ist eben die spezielle Notation, hol mir einen Service.
Und zwar den mit dem Namen Database Connection. Das ist die Standard-Datenbankverbindung in der Application und somit hast du die Datenbankverbindung reingezogen. Das ist dann allerdings eine Doctrine-Klasse, nicht verwechseln mit der Contao-Datenbank-Engine, die Klasse, die inzwischen genau die Doctrine-Connection verwendet. Die reicht das einfach nur noch weiter aus Legacy-Gründen. Ihr solltet natürlich auch schon gleich die richtige Doctrine nehmen, weil dann habt ihr Query-Builder und alles Mögliche und das ist dann auch schon wieder schöner. Ja, und den nächsten Service auch rein injecten. So. Einen zweiten Service registrieren, würde man im Prinzip Zeile 6. Da machst du jetzt Zeile 7, MyBundle, Listener und dann nehmen wir jetzt hier gerade schön den Generate Page, Page-Handler, würden wir den dann jetzt nennen. Was weiß ich was, hat dann die Klasse, anderer Service, aber der braucht ja keine Datenbank-Connection, sondern der Generate Page, der soll jetzt einfach nur, keine Ahnung, was machen. Eventuell braucht er auch gar nichts, weil es ein Service ist, der gar keine Dependency auf einen anderen hat. Dann hat er keine Constructor-Argumente. Ihr könntet anstatt Constructor-Argumente auch nochmal eine Sache hinmachen wie Add Method Call. Add Call? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Egal. Auf jeden Fall, ihr könnt sagen, was nachdem das Objekt erzeugt wurde, nochmal als Methode aufgerufen werden soll. Sehr beliebt ist da zum Beispiel eine SetLogger. Da könnt ihr einen Logger mit ran attachen, aber auch nur dann, wenn ihr im Debug-Modus seid. Also baut ihr in eure Extension rein, von wegen, sind wir im Debug-Modus? Wenn ja, dann haue ich bei mir noch den Call dazu, dass der Logger attached wird, dann logge ich mit. Ansonsten, wir sind nicht im Debug-Modus, dann konfiguriere ich mir das nicht. Das könnt ihr alles in dieser Konfigurationsklasse definieren. Und es kann nochmal derjenige, der die Installation macht, der dann überschreiben in seiner Config. Ich bin noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig? Okay. So, dann haben wir Process Forms Listener, dann ist der Service. Gibt es da jetzt, weil wir machen jetzt hier, wir schreiben eine Datenbank, wir senden eine Mail, so ein bisschen am Anfang hatte ich das Gefühl, dass du mitteilen wolltest, dass man Services möglichst klein in ihrer Funktion hält und möglichst viele Services aufmacht. Das ist schon mal richtig, ja. Wäre hier, also abhängig davon, also man kann natürlich alles immer, alles in eins reinklatschen und wenn hier sehr viel Database Operation ist und sehr viel Mailing noch ist, wird ja der Code da unten beliebt. Dann machst du gegebenenfalls auch noch Suppenmethoden und ähnliches. Ja. Du kannst die natürlich auch, also grundsätzlich ist es ja, ich weiß nicht, wer da war bei meinem letzten Talk, da habe ich über Code Quality gesprochen, über zyklomatische Komplexität und ähnliches. Das war allerdings hier schon im Jahre 2014. Das war der letzte Nordtag. Da habe ich das exzessiv auch gesagt, man sollte natürlich gucken, dass Methoden nicht zu komplex sind. Komplex heißt hier viele Verschachtelungen, Verzweigungen, viele Loops, also for each, if then else, blöd. Alles ineinander, noch blöder. Weil da hast du dann hinterher einen langen Code und dann sind wir irgendwann bei DC Table. Und ja, das macht uns keinen Spaß zu debuggen. Also du solltest es natürlich schon nach Bedarf aussplittern. Du könntest natürlich jetzt sagen, okay, Process Form Listener kriegt rein, nicht den Database-Service und den Mailer-Service, sondern eigene von dir nochmal, die du nochmal aufsplittest, wie zum Beispiel Save Data to Database. Und der kriegt dann die Database-Connection und dann reichst du dem einfach nur das Post-Array rüber. Wobei da das natürlich jetzt ein bisschen ein blödsinniges Beispiel ist, weil dann würdest du eigentlich gerade diesen On-Process-Form-Data zweimal bauen. Also zwei On-Process-Form-Data-Listener und der eine macht die Datenbankoperation, der andere die Mail. Und dann ist die On-Process-Form-Data-Methode, also die Argumente, ja. Das sind die dem Process-Form-Data-Hook entsprechen. Exakt, die sind genau, das ist genau das Gleiche. Das ist der genau gleiche Aufbau wie in Contao 3.5. Der Hook hat sich nicht geändert, er wird nur anders registriert. Also eben ein Service-Händler wird registriert und nicht die Klasse. So, du bist durch? Gut, Christian. Verstehe ich das richtig, dass ich dann auch mit eigenen Services zum Beispiel eine fremde Datenbank nochmal zusätzlich anbinden könnte und die auch nur bei Bedarf nutze? Also Das ist korrekt. Das ist der Riesenvorteil. Dann müsste ich ja hier im Grunde genommen diese ganze Anbindung an die Warenwirtschaft nicht in ein riesen Skript packen, sondern ich könnte gegebenenfalls auch sagen, machen wir mal die Datenbankverbindung zu dem Ding auf. Ja. Was damit passiert, ist ja eine völlig andere Geschichte und kann im Endeffekt nachher über die viel Geschichte, die da rauskommen oder die, sagen wir mal, die Rückmeldung, die da rauskommt, wieder in meinen Ablauf hier in Contao reinpacken.
Das ist sogar noch viel geschickter. Ich denke jetzt an Shops zum Beispiel wie den Isotope, wenn ich da eine Bestellung absetze, speichert er sich die ja selber ab und wenn ich einen großen Shop betreibe, habe ich dann oft das Problem, dass ich eine riesen Tabelle kriege mit allen möglichen Bestellungen drin, die ich gar nicht brauche, sondern eigentlich will ich das Ding nur in eine Warenwirtschaft reinpumpen und Isotope soll die Meldung kriegen, alles klar, ich habe es abgespeichert, vergiss den Rest. Mhm. Das heißt, das Skript auf der einen Seite, Isotope glaubt, es hat das Ding ganz normal abgearbeitet, hat aber im Endeffekt eigentlich nur das Ding woanders hin gespeichert. Ja, du kannst natürlich da eine Pseudo-Datenbank bauen. Würdest du dann quasi in diese zweite Datenbank-Connection in den eigenen Service auslagern? Definitiv. Das ist nämlich eine zweite Datenbank-Connection. Diese Database-Connection ist nur die Default-Connection. Mhm. Doctrine hat die Möglichkeit, dass du 50.000 verschiedene da konfigurieren kannst, auf zigtausend verschiedene Datenbanken. Wo kann ich sowas dann zum Beispiel konfigurieren? Dass ich quasi irgendwo auch eine Konfigurationsdatei habe, wo man diese da rein... Das ist eben die geschickte Geschichte. Du musst dann da im Endeffekt nur mal nachgucken, wie macht das denn Symfony eigentlich allgemein mit Doctrine gerade. Und dann wirst du sehen, die haben, so wie ich es hier eben vorhin auch gesagt habe, eine Extension, wo Load Configuration drin ist. Wie hier in meinem Beispiel die Services YAML. Und da steht drin, die Default Connection soll sein vom Typ Connection Klasse oder aber vom Typ hole sie dir aus Parameter XY. Und die Parameter hast du in der Parameters-YAML von deiner Installation. Die Parameter können allerdings auch wieder durch ein anderes Bundle kommen. Du musst nur irgendjemand haben, der das definiert. Und so stöpselt sich das dann alles zusammen. Im Endeffekt sind es nichts anderes, als wenn du alle hintereinander hängen würdest. Wäre das eine riesengroße Services-YAML oder beziehungsweise eigentlich eine riesengroße Config-YAML, wo alle Bundles ihre Sachen, ihre Konfigurationsarrays einfach nur reinkippen. Das ist ein riesengroßes Array und jedes Bundle, beziehungsweise jeder Service, pflückt sich dann da zur Container-Build-Time, wenn der gebaut wird und gecached wird, pflückt sich jedes seine Konfigurationswerte raus, speichert die in seinem Cache ab, beziehungsweise wenn du im Dev-Modus bist, dann wird es noch nicht mal gecached, sondern dann wird es jedes Mal durchgeeiert. Aber er pflückt sich immer seine Konfigurationssachen raus, verwendet die und ist glücklich. Wenn du dich verkonfiguriert hast, dann schreit einer Hilfe, du hast ja hier irgendwie Blödsinn gemacht. Das heißt, ich kann da im Grunde genommen auch du kannst zwei Datenbanken zwischen der Dev und Nicht-Dev, selbst bei solchen Sachen. Das heißt, ich kann zum Beispiel gucken, dass eine Bestellung, die ich im Testmodus abgegeben habe, nicht dazu führt, dass auf einmal die Kinder im Lager anfangen. Exakt. Das ist das, was ich auch vorhin beim Testing gesagt habe. Ich habe da jetzt eher an die PHP-Unit-Tests gedacht, aber du wirst jetzt das dann so machen, du hast jetzt deine Testumgebung, dann wirst du dir einen Flag setzen in deine Parameters-YAML, Test-Mode Yes oder sowas, beziehungsweise True, und dann heißt es, in dem Moment heißt es für deinen Warenwirtschafts-Service von wegen, hey, ich darf jetzt nicht in der WAVI mal das Ding als Bestellung ablegen, sondern ich muss es einfach nur als Testbestellung in den Textfile schreiben, zum Beispiel. Ja, du kannst natürlich auch sagen, dass du woanders hin. Das ist das Tolle mit den Stöpseln der Services. Du kannst sagen, wenn Flag A ist, dann verwende Service A. Wenn das Flag auf einem anderen Wert ist, dann verwende Service B. Oder aber, nee, gefällt mir alles nicht. Ich schmeiße das Flag-Zeugs einfach komplett weg und ich stöpsel den Service anders, komplett wieder zusammen, anders zusammen. Und das ist eben die Konfiguration vom Symfony-Container. Aber das geht halt jetzt dann über den Scope von dem Vortrag doch ein bisschen hinaus, weil es ja nicht Container 4 dann Entwicklung mehr ist, sondern das ist dann Application konfigurieren. Bis soweit erstmal. Ja, ich weiß nicht. Gut, wie sieht es mit der Zeit aus? 5 Minuten noch, also dann müssen wir euch gucken. Wer hat noch? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ui. Wer hat? Jetzt eher eine allgemeine Frage nochmal, gar nicht so spezifisch zu dem, was du jetzt berichtet hast. Vielleicht habe ich es auch nie gefunden, aber also gibt es wirklich keine vollständige Klassenbeschreibung von Contao, wo man mal gucken kann, was gibt es für Klassen, was haben die für Eigenschaften, was haben die für Methoden? Doch. Weil ich hatte, ja, ich... Die nennt sich Source Code. Ja, eben, genau. Da steht das drin. Wir schreiben inzwischen sehr, sehr gute PHP-Doc-Kommentare rein und wir müssen sagen, also ich weiß nicht, was du verwendest, aber wir sind inzwischen alle bei Schleichwerbung PHP-Storm gelandet und wenn wir da irgendwas haben, es gibt da so viele Plugins, das Symfony-Plugin davon ist exorbitant geil, einfach nur noch geil,
weil du hast die Installation in deinem Projektordner drin, sagst einmal drüber indizieren und du kannst in der Services YAML, ich kann jetzt hier Control-Click machen, ich lande direkt in dieser Klasse, ich kann hingehen und ich kann hier einen Control-Click machen, ich kann hier einen Control-Click machen, weil der automatisch nachguckt, ah, das ist in der Services YAML drin, das ist dann der Service, ah ja, das ist aber die Klasse, also lande ich direkt hier. Einfach nur mit einem Control-Click. Der löst das alles intern auf und damit landest du direkt da, wo du hin willst und kannst dann da gucken, aha, da wäre jetzt hier eigentlich ein PHP-Doc-Kommentar drüber, hier behandeln wir und schreiben es in die Datenbank oder so ähnlich. Oder auch so Sachen zum Beispiel, ich habe hier jetzt alle PHP-Doc-Kommentare aufgegeben. Postes Form-Data. Diese Arrays, die Form der Inhalte. So die Dokumentation für den Hooks, die findest du in Docs. Die ist auf Contao.org in der Dokumentation drin. Aber ich glaube, die geht nicht so in die Tiefe. Was können denn da für Felder enthalten? Doch, der Aufbau ist da komplett drin, was du damit kriegst. Aber ansonsten empfiehlst du dann über dieses gut bei Contao 4 jetzt, über das PHP Docs zu gehen. Geht auch bei Contao 3.5, weil die Klassen da auch schon drin sind. Du hast halt nur eben, das Symfony-Plugin ist da halt nicht da, weil brauchst du ja nicht. Da ist ja kein Symfony dann drin. Aber die Klassen, kontextsensitive Durchsuchung und sowas, das geht ja alles schon. Das kann eigentlich jede IDE im Normalfall inzwischen. Gut, aber ich wollte wissen, es gibt also keine wirkliche Doku, wo es geschrieben ist. Man muss dann Grunde auch. Ich habe ja angefangen. Im Internet ist ja eine, die sehr rudimentär ist. Ja, und genau deswegen, weil wir haben das Problem. Wir müssen die erstens im Code dokumentieren. Zweitens müssen wir sie dann nochmal extern dokumentieren und wir müssen die beiden synchron halten. Wir sind jetzt eine Handvoll Core-Entwickler und wir haben mit dem Schreiben des Codes schon so viel zu tun, weil wir das ja alles parallel zur normalen täglichen Arbeit noch machen müssen. Haben wir so schon zu viel zu tun. Wenn du jetzt noch erwartest, dass wir dann die ganze Doku auch noch an zwei Stellen gleichzeitig pflegen, also dann können wir mal sagen, okay, Contao 4.4 Release, wann hättest du es gern, 2024? Ja, mir ist es auch kein Vorwurf. Nee, so, ich sag nur, wir hatten es früher. Wir hatten es ja auch früher mit Contao 3, dass wir da die Doxygen-generated Dokumentation hatten, also wo die PHP-Doc-Kommentare in den HTML-Layout rumgetan werden. Wo wir dann da aber die Page-Hits von dem Ding angeguckt haben, haben wir gesagt, so, also, heute war mal einer da. Wer war denn das? Das war ich. Ich habe geguckt, ob es noch da ist. Und das waren wirklich verschwindend und das lohnt den Aufwand nicht, weil bei jedem Commit das Ding durcheiern, Dokumentation ändern, dann muss man die Konfiguration von dem Parser anpassen und so weiter. Es lohnt einfach nicht, hat keinen Nutzen und du kannst direkt da nachlesen, was ist der Code in der Version, die du jetzt gerade auf der Platte hast. Was macht er jetzt genau? Die Dokumentation müsstest du erstmal nachgucken. Habe ich jetzt hier 4.3.0, 4.3.2, 4.3.1? Was habe ich? Hat sich da eventuell was drin geändert? Oder zum Beispiel, welche Klassen es so gibt. Wenn du jetzt selber anfängst mit Modulen, dann hast du ja erstmal keine Ahnung. Was gibt es denn? So eine Übersicht, was können die und so. Also das, um diesen Einstieg zu finden, das musst du erstmal haben. Ja, allerdings verwendest du ja irgendwie auch immer mehr Libraries, die du über Composer holst. Also so ist es bei mir zumindest. Ich schreibe eigentlich nur noch sehr, sehr wenigen Codes von Basissachen selbst, sondern ich bringe mich dann auch bei Libraries, die es schon gibt, ein und verwende die dann. Und da musst du ja auch suchen. Also im Endeffekt, wenn ich was haben möchte, dann gehe ich eigentlich auf GitHub und ich tippe einfach mal ein, ich suche das und das. Oder ich gehe auf packages.org und ich brauche irgendwas, was eine Bibliothek, die, keine Ahnung was, den Excel lesen kann. Also Excel-Reader, einfach auf packages.org, ah, da gibt es die 500 Libraries. Wie oft sind die verwendet? Die Library wurde 20.000 Mal installiert. Okay, zack, bumm, schnappen. Dann gucken, ist da eine Initialdokumentation dabei? Ja. Ist, okay, dann lese ich das hin, aha, du sollst das und das so und so nehmen, dann passt das. Und so hangelst du dich dann rein, weil ab dem Moment, wo du den Einstieg hast, wie konfigurierst du es und installierst, das ist die Doku, die du bei einer Library hast. Alles, was darüber hinausgeht, liest du mit eben, du hangelst dich durch den Source Code. Oder eine Demo angucken davon. Ja? Ich sag mal so, ich stimme ihm dazu, also so eine Doku finde ich auch wichtig, weil, sag mal, wäre ihr auf Symfony gegangen, wenn es für Symfony keine Doku gäbe. Dann hättet ihr euch durch den Code gehandelt und hättet euch aussuchen müssen, was ihr braucht. Ja. Das ist eine Sache, die ist zwar nett, wenn man in dem Metier, sag ich mal, drin steckt oder auch in dem Contao tief drin steckt, wenn man aber neu dazukommt,
ist es halt schwierig, im Code einfach zu gucken, was gibt es für Händler, was gibt es für Controller, was gibt es für Services, die Contao schon bereitstellt, was kann mir Contao schon für Arbeit abnehmen? Und den Überblick zu bekommen, darüber überhaupt erstmal Da hängen wir noch hinterher, da stimme ich dir vollkommen zu. Allerdings ist es momentan noch so, dass das, was wir machen und was in Contao drin ist, kannst du eben, weil die Symfony Doku so geil ist, mit 98% in der Symfony Doku schon direkt nachlesen. Weil, wie konfigurierst du den Service Container? Schau in die Symfony Doku, brauchen wir in Contao keine eigene dafür. Und wie funktionieren die Event Dispatcher? Schau in die Symfony Doku, wie funktioniert und so weiter. Da könnt ihr sagen, das seht ihr schon in der Symfony Doku, aber genau, wir sagen auch immer, dass. Das müsst ihr dann noch extra machen für Contao. Aus Entwicklersicht musst du Symfony-Basiswissen mitbringen, sonst hast du mit Contao eigentlich keine große Freude. Ist klar, nur ihr könnt ja dann sagen, das gibt es schon dokumentiert bei Symfony und wir machen noch hier die paar Bemerkungen mit rein, die Contao betreffen. Mhm. Und dann habt ihr ja eine Menge Arbeit auch gespart, weil Großteil gemacht. Stimme ich dir zu. Wäre super, wenn wir das hätten, aber da kommt dann auch wieder das berühmte Manpower-Problem rein. Aber es ist eigentlich schön, wenn jetzt schon mal zwei da sind, die sagen, sowas bräuchte man, weil ihr wollt es ja auch lernen, dann warum schreibt ihr nicht gleich auf, was ihr dann da gelernt habt und rausgefunden und zack, ab in die Doku. Die ganze Doku von Contao ist auf GitHub, kann jeder forken und committen und pushen und dann einen Pull-Request senden. Der Andreas freut sich wie Bolle dann, wenn er wieder welche kriegt. Besonders wenn er dann auch fundiertes Entwickler-Feedback kriegt, da von wegen, dass man da die Dokumentation verbessert, dann ist alles besser. Aber wir haben halt einfach die Zeit schlichtweg nicht dafür. Zu viele Baustellen leider. War's das? Keiner mehr? Ihr wollt alle Pause haben, ne? Ihr habt Hunger. Ja, ich würde sagen, dann hören wir auf hier.